Mein Name ist Sebastian Bobker und ich bin Pflegefachmann mit Herz und Leidenschaft. Seit Jahren arbeite ich im Bereich der Demenzpflege und habe mir ein riesengroßes Fachwissen aufgebaut, wie man mit demenziell erkrankten Personen umgeht. Und dieses Fachwissen möchte ich jetzt an dich weitergeben. Wut, Trauer und Aggression sind Gefühle bei demenziell erkrankten Menschen, die uns absolut an unsere Grenzen bringen können. Wir verstehen meist nicht, warum Menschen aggressiv werden, warum sie traurig sind, warum sie zum Beispiel auch weglaufen. Und diese Problematik bringt uns immer wieder an unsere Grenzen. Doch verstehen wir gar nicht, wie die Menschen die Realität wahrnehmen. Wir denken uns, ja, natürlich, es ist tagsüber, wir haben das Jahr 2022, aber die Person, die hier im Bett liegt, die wacht vielleicht auf und sieht alles ganz anders, wie ihr es seht. Wir unterschätzen ganz oft, dass die Person auf der anderen Seite vielleicht gar nicht das wahrnimmt, was wir gerade wahrnehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie verstehen, wie eine demenziell erkrankte Person die Realität um sich herum wahrnimmt. In dem Online-Seminar Demenz, Wut, Trauer und Aggression zeige ich Ihnen, wie eine demenzerkrankte Person die Welt um sich herum wahrnimmt. Was ist ihre Realität? Wo sind die Bedürfnisse? Und wie zeigt diese Person die Bedürfnisse? Sichere dir jetzt einen meiner begehrten Kursplätze. Die Plätze für das Online-Seminar sind begrenzt und wenn du auch daran teilnehmen möchtest, dann klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und sichere dir noch heute deinen Platz in meinem Online-Seminar.